Was wird passieren? Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Wir sind fertig mit dem Grinsewald. Zumindest glauben wir das. Und wir gehen jetzt in den Lachbärstrauch. Ihr hört, die Musik ändert sich schon wieder. Mal sehen, was hier passiert. Ist das der Witzwein? Möglicherweise, ich gehe jetzt in den Birkenwald. Ich hoffe, die Pillen wirken bald. Sind das die Witze oder was? Dann schüttel ich mir Reime. Man nennt mich in Vino Veritas. Bin erster Schlossherr im Château und Meister des Witzweinkelterns. Man könnte sagen, eine lebende Legende. Ja, meine Herren. Und was ihr hier seht, ist die legendäre Cuvée Extrême. Für die Herren einen Schluck. Auf euer Wohl. Diese Cuvée Extrême habe ich über 1000 Jahre mit Witzen gefüttert. Die reiflich gereifte Reife habe ich dann weiter reiflich reifen lassen, bis ich diese erlesene Qualität erreicht habe. Dies ist ein guter Tropfen und Gäste mit schlechten Manieren bekommen. Und eins, und zwei, und drei. Das ist kein normaler Witzwein. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Boah. Ich möchte euch kurz was fragen. Mir ist etwas aufgefallen bei In Vino Veritas, nämlich, der hat hinten dran einen Reißverschluss. Es ist sehr seltsam. Könnte es eine Tier. Gibt es dazu schon eine Theorie oder so? Weil es könnte ja sein, dass irgendjemand sich als der ausgibt, oder? Weil über 1000 Jahre, ja, dass der noch lebt. Aber, ja, ich weiß nicht. Könnte es sein, dass da was dahinter steckt? Weil der hat einen Reißverschluss hinten dran, das merkt man. Genießt die Cuvée extrem mit dem ge ihr gebührenden Respekt. Das sieht für mich jetzt aber nicht so aus wie Wein. Den kann man, glaube ich, nicht genießen. Oh, wie herrlich. Wie wunderbar. Oh, ja. Spritzt er gerade ab, oder was? Bitte beachtet, dieser Witzwein hat sein Bouquet aus der aromatischen Reife von 1000 Jahre alten Scherzen. Die Cuvée extrem besticht durch Blumikern und Beerenduft. Zum Wohle! Ja, das sieht für mich eher wie ein Bosskampf aus. Ich zeige, was der Sprung macht. Ein Leben. Da ist man lang dran. Viel Spaß mit dem Sprung, ne? Was beim Hammer passiert, zeige ich auch gleich. Weil mit dem Hammer muss man auch angreifen. Oh nein, ein Schild. Das Schild kann man kaputt machen. Nur ist es dann halt umso nerviger, weil, ja, er hat halt so eine Kanone und diese Kanone, wie soll ich sie nennen? Ist ziemlich AIDS. Möchte ich mal so andeuten. Also die Sprungpaar-Attacken bringen gar nichts. Ich bin mehr dafür, für diese Attacken hier. Das ist leicht auszuweichen. Es kommt je nach drauf an. Der Winkel dieser Kanone ist sehr entscheidend. Wenn er bei Luigi unten steht und zu Mario schießt, die Chance da auszuweichen ist sehr gering. Man muss hier ziemlich spammen bei der Hackebrüder-Attacke, aber ich liebe sie trotzdem. Generell, wenn er auf Mario schießt, ist es ziemlich assi, aber bei Luigi ist es meistens einfacher. Ich sag doch, bei Mario ist es richtig asozial. Man kann da fast nicht ausweichen. Oh, nice. Komm, der müsste doch jetzt bald mal tot sein, so viel wie ich dem schon gedrückt habe. Nicht. Der lebt noch. Und zwar krass, wie es aussieht. Der macht keine Bedenken, hier irgendwie einzugehen oder so. Oh, jetzt ist er klein. Hammer bringt jetzt mehr, er hat weniger Verteidigung übrigens. Nein, was will der Spasti? Und fühlt sich dabei wohl. Oh, der heilt ihn. Übrigens, wenn er ihn genug heilt. Boah, es war knapp. Wenn er ihn genug heilt, dann eine paar Attacke wieder reichen und er stirbt, aber ich will es lieber so machen. Wenn man ihn gerade klein gemacht hat und dann kommt der Typ und heilt ihn, dann wird er wieder groß. Das ist eine ziemlich coole Szene, aber ich kann die halt leider, wie soll ich sagen, nicht beabsichtigen. Oh, scheiße. Ja, das ist sau stark. Man sieht's und es vergiftet einen dann auch. What the fuck? Der bringt mich um. Das Gift, das zieht.
Ich wusste nicht mehr, dass das so viel abzieht. Wenn er so ein Konter sterben würde, wäre es lustig. Aber jetzt ist er tot. Das hatte ich im Urin. Es gibt 260 Erfahrungspunkte und Level 15 für Mario. Plus 3. Bin ich zufrieden. So, Luigi, du auch noch. 2-0. Bist du das Oh, meine Fresse. Muss man bei ihm auch noch kurz Geschwindigkeit. Plus 2. Kann ich verschmerzen, nicht so schlimm. So. Oh. Ja, das Aroma meiner besten Scherze aus 1000 Jahren. Ja, Pardon. Ja, ich find's ganz interessant, dass er uns einfach mit seinem Wein, den er anscheinend so gern hat, einfach nach unten schickt. Man ist nur Luigi, es gibt durchaus ein paar Szenen oder halt, ja, wie soll ich sagen, Gebiete, wo man nur alleine ist, ne? Und die sind meistens ziemlich cool gemacht. Weil dann kämpft man so alleine und ist komplett auf sich gestellt. Was ich gut finde an diesen Dingern ist, aber man sieht sogar Mario ist nicht dabei, weil kein Passfoto da ist. Bei Luigi finde ich es wirklich sehr passend, dass der so eine Solo-Szene bekommt. Weil ehrlich gesagt, der hängt mit den EP ja hinterher. Deshalb ist es sehr praktisch. Außerdem, wenn sie alleine sind, haben sie einen anderen Kampfruf beim Kampfanfang. Also wenn dieser Stern kommt. Auch ziemlich cool gemacht, finde ich. Ein schönes Detail. Nur alleine, da muss man alleine einen Kampfruf haben. Hört es euch nochmal genau an, wenn wir in den nächsten Kampf gehen. Go, Luigi! Finde ich ganz cool eigentlich. Gekontert! Gekontert! Oh mein Gott, was ist heute los? Das ist asozial. Was ist los, Alter? Nur noch am Kontern hier. So, der Geholte kann keinen mehr holen. Das merkt man nach, keine Ahnung, sehr viel, sehr oft durchspielen. Merkt man das einfach, dass der Geholte keinen mehr holen kann. Das habe ich nämlich eine Zeit lang ausprobiert. Habe ihn nicht getötet, sondern einfach nur geschaut, ob er noch einen holen kann oder nicht. Das haben sie nie gemacht. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie es nicht können. Luigi, ich finde es echt cool. Eigentlich. Gut, das ist nur einer, der kann sowieso keinen holen. Mario alleine hat übrigens auch einen Kampfruf. Ja, Spoiler. Mario wird auch mal alleine sein. Oh mein Gott. Ich bin so ein böser Mensch, dass ich alles spoiler, ne? Oh ja. Es ist sehr ungewohnt, mit Luigi dauerhaft A zu benutzen in der Overworld, aber dann im Kampf B zu benutzen. Weil normalerweise ist ja Mario immer vorne. Okay, ich habe zwar B gedrückt, aber wenn er meint. Normalerweise hat man Mario ja immer vorne. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich habe ihn immer vorne. Ist halt so Tradition, dass Mario vorne ist, oder? Und ja, wenn dann plötzlich Luigi dauerhaft vorne ist, ist natürlich was anderes. Was sehr Interessantes. Vor allem, wenn dann im Kampf das immer switcht. Wenn man kein A hat, ist es noch was anderes, als wenn man es hätte. Also man muss sich zum Teil ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man so wie ich das Spiel schon zu oft gespielt hat, dann... Ich sehe hier den Gegner, aber ich weiß nicht genau, wo er ist. Ja, ich kann ihn schlecht sehen, wenn er nirgends ist. So, und ich zeige euch jetzt die Bäume mal, weil ich weiß, dass das der letzte Kampf ist. Ich zeige euch mal, was die Bäume können. So. Ja, wenn Mario noch da wäre, wäre es verheerender. Aber ich wollte es euch einmal zeigen. Und wenn du Spaß nicht sofort aufhörst, Mann, ich schwöre euch, der Typ regt mich langsam schon mehr auf. Also der spuckt hier so ein paar Fussis aus, zumindest sehen sie aus wie Fussis. Und die können einen vergiften. Also behinderte Scheiße und alles. So, das war's jetzt, glaube ich. Wir sind, glaube ich, bei Mario.
Oh, richtig Double, weil ich nicht wusste, dass das beides Münzblöcke sind. Ah, da ist Mario. Hallo. Ja, der rollt hier so ein bisschen ins Wasser. Und wir. Ja. Oh, Luigi kann das aber gut. Mich würde es da sofort auf die Schnauze haben, wenn ich das machen würde. Aber hier chillt er einfach nur. Wow. Das ist ziemlich cool, jetzt sind wir wieder in Bodenburg. Das sind doch Mario und Nun, Marios Kumpel. Was ist mit Marios Bauch los? Was? Was ist los? Er sagt, Marios Bauch ist bis zum Rand voll mit der legendären Cuvée Extrem. Beim beständigen Bohnenmus, sofort bricht dann Hilde Bohner. Verstanden, aber was ist eigentlich Cuvée Extrem? Weiß er auch nicht. Die Typen sind so geil, Mann. So, jetzt sollten wir doch theoretisch Marmella wieder heilen können, oder? Die stöhnt hier so ein bisschen rum. Wie ihr seht, hat ihre Majestät sich zur Ruhe begeben. Habt ihr wirklich die legendäre Cuvée Extrem gefunden? Oh ja. Zwar aus Marios Magen, aber sollte trotzdem... Rapschui! Das ist der Hämewurm. Und dies ist der Hämewurm. Ja, ja. Marmella verwandelt sich zurück. Das Aussehen von der hat mich im ersten Moment so geflasht, Mann. Die sieht so geil aus. Ohohoho. Unglaublich, ein voller Erfolg. Königin Marmella ist geheilt. Endlich kann ich wieder lachen. Gut gemacht, Hildebohner. Die Ehre gebührt nicht mir, sondern Mario und Luigi. Also, Lugmilla hat die Stimme von Prinzessin Peach und die Sternbohne gestohlen? Extrem schändlich. Aber wieso hat Lugmilla wohl die Stimme von Prinzessin Peach und die Sternbohne gestohlen? Wieso wohl? Bekommen wir erklärt. Die Sternbohne ist die Hüterin des Landes. Sie erfüllt jeden Wunsch, den man vorher äußert. Aber sie schläft tief, damit niemand sie missbraucht. Es heißt, man braucht eine schöne Stimme, um die Sternbohne aus ihrem Schlaf zu wecken. Und zwar die Stimme eines Auserwählten von reinem Herzen. Das ist natürlich Peach, zufällig. Die einzige Person, die in unseren Tagen noch eine solche Stimme hat, ist Prinzessin Peach, zufälligerweise. Deshalb hat Lugmilla Peachs Stimme gestohlen, um mit der Sternbohne ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Bisschen Backstory, gut, dass man es jetzt verstehen kann. Lugmillas Wunsch ist sicher die Weltherrschaft, in Caps Lock geschrieben. Oh, ganz ruhig, wir wissen doch schon lange, was Lugmilla will. Und wir sind vorbereitet. Wir sind Lugmilla so 2 bis 3, wenn nicht sogar 4 Schritte voraus. Eure Majestät, Prinz Marmek ist soeben eingetroffen. Ein wunderbares Timing. Mario, Luigi, geht und begrüßt Prinz Marmek. Hoi, jo, jo, jo. Die ist so cool, wenn sie hochspringt. Das ist so nice, Mann. So, wo bist du, du? Prinzi. Prinz Schwul. Oh Mann. Ein Toast auf Rot und Grün. Ihr habt mir damals sehr geholfen. Und jetzt macht sich meine geheime Mission auch endlich bezahlt. Oh Mann. Marmek, sei er bedankt für seine treuen Dienste. Wissen wir nun, wo sich Lugmilla versteckt? Wir wissen es ganz genau. Wow. Voll geil. Südöstlich von hier gibt es doch ein Forschungszentrum, die Lachhochschule. In dieser Lachhochschule halten sich Lugmilla und ihr kranker Knecht verborgen. Natürlich, die Lachhochschule ist womöglich der ideale Ort, um die Sternbohne zu wecken. Ich werde mich sofort zur Lachhochschule begeben. Gehabt euch wohl. Und da sollten wir auch hin, würde ich sagen. Mario, Luigi, das ist eure Chance, die Stimme von Prinzessin Peach zurückzuholen. Ich gebe den Wachen Anweisung, euch zur Lachhochschule passieren zu lassen. Nice. Wir müssen zur Lachhochschule in dem Fall, aber zuerst zeige ich euch mal das Dorf, denn das hat sich verändert, wie man schon an der Musik hört, speichern wenn man nachher. Ich zeige euch zuerst das Dorf. Die ganzen fetten Steine sind weg. Machen wir mal eine kleine Erkundung, oder? Ich finde es eigentlich relativ cool. Gehen wir zuerst mal kurz in die grüne Röhre. Die ist nämlich Nummer 3 auf unserem Plan. Yeah! Und der Typ, da ist ein Typ drin und der labert uns ein bisschen zu. Hallo, willkommen im Röhrenhaus. Hier könnt ihr einiges über Röhren lernen. Habt ihr Interesse?
Würde mich jetzt mal interessieren. Welche Röhren interessieren euch? Grüne oder gelbe? Grüne kennen wir schon. Was sind gelbe Röhren? Die gelben Röhren verbinden Land und Meer. Außerdem kann man mit ihnen zwischen oberirdischer und unterirdischer Welt wechseln. Man findet sie oft am Meer und in der Wüste. Wenn ihr also dort seid, solltet ihr sie benutzen. Genug erklärt? Danke. Dann bis dann. Lernt gefälligst selbst auch was. Aber er hat doch gefragt, ob wir was lernen wollen. Spasti. Yo, ziemlich nice, oder? Das Dorf ist nämlich wieder aufgebaut. Die ganzen Scheiben sind wieder da. Alles ist wieder aufgebaut. Ziemlich eine coole Sache, oder? Man kann jetzt auch über die Brücke gehen und alles. Finde ich im Großen und Ganzen eine sehr nette Sache. Gibt ja auch jetzt einen Itemladen. Aber wir wollen nach Südosten. Jetzt habe ich zwar nicht gespeichert, aber scheiß drauf. Und da ist ein Lakitu, auf den ich keinen Bock habe. Hier gibt es wieder die Digger und die Stachis. Aber die bekämpfen wir jetzt mal nicht. Die Lachhochschule ist nämlich hier. Keine Angst, ich erkunde mit euch irgendwann noch das gesamte Bodenland. Also nicht meinen, ich würde hier jetzt... Halt doch, für die Story jetzt... Ah, verdammt. Für die Story jetzt gehe ich einfach nur voll durch. Und danach kommt dann alles. Bevor wir also das Spiel abschließen, werde ich noch früh genug alles machen. Also keine Angst, ihr verpasst bei mir nichts. Lach Hochschule. Jetzt gibt es hier Koopas. Sehr interessant, oder? Und wir wissen, kein Cooper, sorry, aber es sind trotzdem Koopas. Und wer mal zufällig bei meinem Super Mario World Stream dabei war, der weiß, dass ich ziemliches Problem mit Koopas habe. Deswegen werde ich diese Viecher jetzt einfach mal instant und so qualvoll wie möglich umbringen. Ich weiß, die Peter wird da ein Problem haben, aber es ist mir egal. Es ist mir sehr egal. So, die Koopas können sich selbst heilen, aber ja, machen sie nicht so oft. Und außerdem nicht so stark. Also deshalb gibt es kein Problem. Es sieht zwar sehr verwirrend aus, aber schlussendlich gibt es eh nur einen Weg hier. Auch das ist relativ easy zu meistern. Oh. Ach ja, und Hämmer bringen nichts, weil die wenn man mit dem Hammer drauf geht, dann rollen sie sich in ihren Panzer ein und machen nichts. Und kassieren nur ein Leben. Schaden. Also... Gegen die zu hämmern bringt nicht viel. Luigi hat schon wieder ein Level up und das liegt daran, dass er jetzt halt vorher die ganzen EP bekommen hat. Bisschen Verteidigung. Luigi soll ja ein Tank werden und da ist eine 4 bei Verteidigung natürlich sehr gut. Wirklich sehr nice. Aber wenn es 2 sind, ist es mir am liebsten. Dann kann ich sie instant wrecken. Alle am Arsch. Und zwar wirklich alle. Gibt es hier noch irgendwo einen? Ne, hier war ich ja schon. Genau. Das ist hier eigentlich fast der einzige Ort, an dem es die Koopas gibt. Also die gibt es sonst fast nirgends. Ich frage mich warum, das sind eigentlich relativ coole Gegner. Also ich meine jetzt die normalen Koopas. Es gibt da noch eine krassere Form. Aber ja. Die Schule ist ziemlich abgelegen, muss man sagen. Aber ja. Lach Hochschule. Ist ziemlich interessant, finde ich. Och komm, nicht nochmal sowas. Das verbraucht doch alles nur Zeit. So, wir sind hier in der Lach Hochschule. Und hier gibt es auch einen Speicherpunkt. Genau. Wusste ich's doch. Jetzt speichern wir noch kurz. Und im nächsten Part geht's anscheinend schon in die Lachhochschule. Und da soll sich Lugmilla aufhalten. Werden wir sie dort bekämpfen? Das und vieles mehr werden wir das nächste Mal sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.